Leichtigkeit, Losgelöstheit, innerer Frieden. Das mag wie Befreiung und Sehnsuchtsort in einem klingen. Vor allem, wenn wir gestresst und mental erschöpft sind und dann auch noch scheinbar unlösbare Konflikte aufploppen, sehnen wir uns einfach nur nach innerem Frieden. Doch was ist innerer Frieden überhaupt? Ein paar Impulse dazu und wie du in schwierigen Zeiten mehr von ihm bekommst, dazu im heutigen Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Innerlich frei von Manuela Seckler. Innerer Frieden. Was hat es mit diesem Begriff auf sich? In den letzten Jahren oft verwendet, existiert er bereits seit Jahrhunderten und bezieht sich trotz gewisser Bedeutungsverschiebungen meistens auf den Zustand innerer Ruhe und Harmonie einer Person. Unabhängig von den äußeren Umständen. So sprach zum Beispiel Epiktet, freigelassener Sklave und bekannter stoischer Philosoph, über die Bedeutung des inneren Friedens oder auch der inneren Freiheit als Schlüssel zur Zufriedenheit. Stoiker wie der Senator Seneca und der Kaiser Marc Aurel empfahlen Gelassenheit und so etwas wie Emotionskontrolle, um einen Zustand des inneren Friedens zu erreichen. Im Buddhismus ist die Erlangung inneren Friedens ein zentraler Bestandteil der spirituellen Praxis. So ist ja die Meditation im Buddhismus schon seit alters her ein Werkzeug, um den Geist zu beruhigen und damit einen Zustand inneren Friedens zu erreichen. In unserer heutigen Zeit wird der Begriff des inneren Friedens vor allem als ein Schlüssel zu mentaler Gesundheit betrachtet, indem er als Zustand des Gleichgewichts, der inneren Ruhe und der Zufriedenheit mit sich selbst und seinem Leben gesehen wird. Damit eingeschlossen ist die Fähigkeit, innere Konflikte und negative Emotionen zu bewältigen, sowie eine insgesamt positiv gefärbte Einstellung zum Leben zu entwickeln. Okay, so weit, so klar, denkst du dir jetzt vielleicht. Aber was kann ich tun, wenn ich genau das, wenn ich mehr inneren Frieden für mich erreichen möchte? Das kommt jetzt natürlich ein bisschen darauf an, aus welchen Gründen du dich genau aktuell im Unfrieden mit dir und deinem Leben fühlst. Doch ein paar allgemeinere Strategien kann ich gerne mit dir teilen. Ich greife im Folgenden vor allem auf den Fundus der Stoiker zurück, beschränke mich jedoch nicht darauf und beziehe es auf die heutige Zeit. Was sagen also die in manchen Kreisen recht populär gewordenen Stoiker, kurz gesagt, zum inneren Frieden? Sie betonen die Notwendigkeit, das eigene Fühlen, Denken und Handeln zu kontrollieren, um inneren Frieden zu erlangen. Sie lehren, dass äußere Umstände nicht immer in unserer Macht und Kontrolle liegen, aber wie wir auf sie reagieren, das tut es. Die stoischen Lehren betonen die Wichtigkeit von Gelassenheit, Akzeptanz und der Fähigkeit, unsere Einstellungen und Bewertungen den Gegebenheiten anzupassen, um inneren Frieden zu finden. Und wie können wir heutigen das für uns erreichen oder dem zumindest näher kommen? Und wie können wir dabei im Einzelnen vorgehen? Erstens sind Selbstreflexion und ein geeigneter Umgang mit unseren Gedanken wichtig. Der erste Schritt zur Erlangung inneren Friedens liegt damit in der Eigenreflexion und dem bewussten Umgang mit unseren Gedanken. Was du tun kannst? Nimm dir regelmäßig Zeit, um innezuhalten und deine Gedanken zu beobachten. Frag dich, welche davon bringen mir Unruhe, ohne dass sie berechtigte Warnungen sind? Welche Denkmuster führen zu Stress und Sorgen? Indem du dich dieser Gedanken bewusst wirst, kannst du lernen, sie zu hinterfragen und sie durch positivere und konstruktivere Gedanken zu ersetzen. Zweitens, das Streben nach Kontrolle über Dinge, die außerhalb unserer Macht liegen, wie also Konflikte, die von außen her kommen, führt oft zu Frustration und Stress. Die stoische Philosophie lehrt uns daher die Kunst der Akzeptanz und des Loslassens. Was du konkret tun kannst? Akzeptiere, dass es Dinge gibt, die du nicht ändern kannst, und konzentriere dich stattdessen darauf, wie du mit ihnen umgehst.
indem du dich auf das konzentrierst, was in deiner Macht liegt, nämlich deine Einstellungen und Bewertungen, deine Reaktionen auf Dinge und dein Verhalten, gewinnst du an mentaler Stärke und innerem Frieden. Drittens, Gefühle können starken Einfluss auf unseren inneren Frieden haben. Stoiker betonen, dass unsere Gefühle von unseren Bewertungen und Interpretationen abhängen. Was du tun kannst, wenn du dich gestresst oder gereizt fühlst, frag dich, welche Bewertungen oder Überzeugungen liegen diesen Gefühlen zugrunde? Sind sie rational und hilfreich oder eher irrational und hinderlich? Durch das Hinterfragen und Neubewerten deiner Gefühle kannst du einen besseren Umgang mit ihnen finden und so deinen inneren Frieden beschützen oder wiedererlangen. Viertens, die Praktiken der Achtsamkeit und Meditation können einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung inneren Friedens leisten. Was du tun kannst, durch regelmäßige Achtsamkeitsübungen lernst du im gegenwärtigen Moment zu verweilen und deine Gedanken und Gefühle ohne Bewertung wahrzunehmen. Meditation kann dir helfen, deinen Geist zu beruhigen, dich von äußeren Einflüssen distanzieren und eine tiefe innere Ruhe zu erfahren. Wie könntest du dabei vorgehen? Indem du beispielsweise mit kurzen Atemmeditations- oder Achtsamkeitsübungen startest und mit zunehmender Übung die Dauer allmählich steigerst. Nun mag der Weg zum inneren Frieden mitunter gewiss herausfordernd sein, besonders wenn viel auf einmal auf dich hereinbricht. Doch wisse, er ist möglich und du darfst ihn auf deine Weise jederzeit beschreiten.